Hi, I'm Pam Gehl. Und ich bin Barbara Rumpus. And we're in the middle of a teaching on character. Wir sind gerade dabei, über Charakter eine Serie zu bringen. Different character qualities. Verschiedene Charakterqualitäten. And we're talking about the quality of obedience. Und heute sprechen wir über die Charakterqualität von Gehorsam. One of the first lessons we begin to learn in life. Eine der ersten Lektionen, die wir überhaupt im Leben lernen müssen. Or at least one of the first ones our parents try to teach us. Oder was unsere Eltern uns lehren, wenn wir aufwachsen. When we're talking about obedience, wenn wir über Gehorsam sprechen, we're talking about having the heart and the will, da bedeutet das, dass wir das Herz und den Willen haben, to do what we're asked to do. Das zu tun, warum, wofür man uns etwas bietet. Whether that comes from our parents or a boss. Ob es von einem Elternteil kommt oder von einem Chef. Someone in authority. Jemand in Autorität. Or even the word of God itself. Oder vom Wort Gottes her. Was sagt das Wort Gottes? I have to learn to submit my will. Ich muss meinen Willen unterordnen. To the will of another. Dem Willen eines anderen gegenüber. Now for some people that comes easy. Für manche Leute fällt das ganz leicht. For some people that's very hard. Für manche Leute, die haben das schwer, they was want zu tun. To decide themselves whether they'll sie do it or ja, not. Sie möchten ja selber entscheiden, was zu tun ist. Johnny, oder could nicht. You take out the trash? Johnny, würdest du den Abfall rausbringen? Now, that could be a challenge for Johnny. Nun, das könnte eine Herausforderung für den Johnny sein. Maybe he doesn't want to take the trash out. Vielleicht will er den Abfall gar nicht Maybe rausnehmen. He won't take it out. Und er will das gar nicht. But you know, in training and obedience, aber im Training von Gehorsam, it has to do with submitting our will to someone else's will. Da hat es etwas zu tun, dass ich meinen Willen dem anderen unterordne. The opposite is rebellion. Und das Gegenteil, da sprechen wir auch dann von Rebellion. We rebel against authority. Wir rebellieren gegen Autorität. And the Bible says that rebellion is like witchcraft. Und die Bibel spricht davon, dass Ungehorsam wie Zauberei ist. Because rebellion wants to control the whole situation. Weil Rebellion die ganze Sache und die Situation durcheinander bringen möchte. And we live in a time, und wir leben heute in einer Zeit, where everybody really wants his own will about everything. Wo jeder seinen eigenen Willen durchsetzen möchte über alles. You want to decide if you want to do it or not. Wir möchten selber entscheiden, ob wir das tun wollen oder nicht. I have a friend who had two daughters. Ich hatte eine Freundin, die hatte zwei Töchter. They were about 10 and 12. Sie waren ungefähr 10 und 12 Jahre. And Mama said, okay, every Friday we're going to clean the house together. Und sie sagte, ja, also jeden Freitag werden wir Hausputz machen. And the girls weren't happy about that. Und die Mädchen waren nicht sehr glücklich But über das. They helped a little bit. Aber sie halfen schon ein wenig. And then they got rebellious about it. Und dann wurden sie rebellisch darüber. And one day, Mama said, und eines Tages sagte dann die Mutter, this is the end of the arguments. Das ist jetzt das Ende jeder Diskussion. This is how it's going to be. Und so wird's gemacht. And we're going to enjoy doing it. Und wir freuen uns, mit Freude tun wir we're going dieses. To have fun doing it. Und wir haben Spaß dabei. And we're going to have fun with each other. Und wir haben auch Spaß miteinander bei diesem Hausputz. And you know, from that point on, und von dieser Zeit an, obedience was conquered. War es disobedience ganz, was conquered. War der Ungehorsam überwunden. They just did it. Sie taten das dann einfach. Isn't it nice when you're asked to do something? Ist es nicht schön, wenn du jemand um etwas bittest? That you just do it. Dass diese Person es einfach tut. You don't have to think about it. Du musst gar nicht lange darüber nachdenken. A woman was telling me about working in her office. Eine Frau erzählte mir, sie war bei der Arbeit in ihrem Büro. She hired someone to work under her and do a specific job. Und sie hat jemand angestellt, die unter ihr stand, um etwas zu tun. And as soon as he came in, und sobald diese Frau hereinkam, he wanted to change everything. Wollte sie alles verändern. He wanted to do it his way. War seine he Frau, wanted to, er I don't know. But he wanted to do it his own way. Er wollte, oder eine Frau, die wollte es auf ihre Weise tun. And maybe it would have been better, maybe not. Und vielleicht wäre es auch besser gewesen, oder vielleicht auch But nicht. But this desire we have to control everything. Aber diesen Wunsch, der in uns ist, alles zu kontrollieren. Instead of just doing what we're asked to do. Anstatt, dass wir tun, was man uns aufträgt that zu makes tun. Such a power struggle in relationships. Da gibt solch einen Kampf
in unseren Beziehungen, whether it's in so ein Machtkampf. Whether it's in the family or in a marriage, ob das in einer Familie oder in einer Ehe ist, these power struggles and the strife, diese Machtkämpfe und diesen Streit, it costs so much energy. Der kostet so viel Energie. And I believe God wants to change us. Und ich glaube, Gott möchte uns verändern. That obedience comes easy. Dass Gehorsam leicht für uns. That's actually what discipleship is. Das ist eigentlich, um was es bei Jüngerschaft geht. Jesus said, teach them to do what I command you. Jesus sagte, lehre sie halten, das zu tun, was ich euch befohlen Now, habe. Now the nature of Lucifer was like this. Die Natur von Lucifer war aber, he said, I will. Er hat immer gesagt, ich will. I will ascend. Ich will mich erheben. I will be like the Most High. Ich will wieder His statements were full of I will. Und seine Statements waren immer ich will. And that is the spirit of rebellion. Und das ist der Geist der Rebellion. When you're teaching children, wenn wir Kinder lehren, teaching obedience is not easy. Gehorsam zu lehren, das ist nicht leicht. Now, I don't have any children. Und ich habe keine Kinder. But I was a child. Aber ich war ein Kind. And I know it's not so easy. Und ich weiß, das ist nicht so leicht. But my father had a way to help me. Aber mein Vater hatte einen Weg, wie er mir dabei half. Maybe you remember the story of little Samuel in the Bible. Vielleicht erinnert ihr euch an die Geschichte vom kleinen Samuel He in had der the Bibel. Call to be a prophet. Er hatte die Berufung auf sich, ein Prophet zu werden. A prophet has to be able to listen and to do. Und ein Prophet, die Aufgabe eines Propheten ist zu hören und dann zu tun. Do you remember the story that his mother brought him to the temple to live? Und ihr erinnert euch bestimmt an die Geschichte, seine Mutter brachte ihn in den Tempel, dass er dort leben sollte. He lived in the temple with Eli the priest. Und er lebte dort mit dem Priester Eli. And one night he heard his name called. Und eines Nachts hörte er seine Stimme rufen. And he got out of bed and he went to see if Eli called und him. Und er stand auf und ging zu Eli. Eli says, no, I didn't call you. Und er sagte, du hast mich gerufen. Und Eli sagte, nein, ich habe dich nicht gerufen. So he went back to bed. Und er ging wieder zurück ins Bett. Then he heard his name again. Und dann hat er wieder seine Stimme gehört. Three times he heard his name. Dreimal hat er die Stimme gehört. And he immediately went to Eli. Und sofort ist er aufgestanden und zu Eli gegangen. Eli realized, und dann merkte der Eli, he's hearing the voice of God. Er hört die Stimme Gottes. But the thing is so important. Und das ist so wichtig. Each time he heard his name, jedes Mal, als er seinen Namen hörte, he responded. Hat er darauf reagiert. That's a good quality in a prophet. Das ist eine gute Charakterqualität in einem Propheten. To hear. Zu hören and to respond. Und darauf zu reagieren. So, but he must have learned that at home from his mother. Aber er musste das schon zu Hause von seiner Mutter gelernt Because haben. She brought him as a little boy to the temple. Denn sie hatte ihn ja als kleinen Jungen in den Tempel gebracht. And he already knew how to listen. Und er wusste schon, wie man gut hört. It's important. Das ist wichtig. That we learn what obedience is. Dass wir wissen, was Gehorsam ist. Especially obedience to different kinds of authority. Besonders auch Gehorsam zu Autoritäten. As far as we can. So weit wir können. Now we know we're coming into a time where that's not going to be so easy. Wir wissen, dass wir in eine Zeit kommen, wo das nicht so leicht ist. You know, when the apostles were preaching. Als die Apostel predigten, in the name of Jesus, im Namen Jesu, the authority said, don't do it. Und die Autoritäten sagten damals, tut es nicht, ihr dürft nicht im Namen Jesu But that predigen. Was in direct conflict to what the Lord told them to das do. Das war im Gegensatz zu dem, was der Herr ihnen gesagt hat, dass sie tun sollten. And when we know the will of God, und wenn wir den Willen Gottes kennen, and our government demands obedience to them instead of to God, und die Regierung befiehlt, dass man ihr Gehorsam ist anstatt Gott. We come into a lot of conflicts. Dann kommen wir in viel Konflikte. We have to know how we're going to handle this situation. Und wir müssen dann wissen, wie wir mit dieser Situation umgehen. In the day of Moses. In den Tagen von Mose. The Pharaoh said, "Let all the babies be killed, the male babies." Sagte Pharao ja, alle Knaben von den Israeliten, sie mussten sie töten. But the women.
die Babys, aber die Frauen, who were delivering the babies, die Hebammen damals, let them all live. Sie haben diese Kinder am Leben gelassen. They disobeyed the government. Sie haben der Regierung, der damaligen Regierung, nicht gehorcht, to obey God. Um Gott gehorchen zu können. We're coming into a time we may see in our lifetime the mark of the beast. Wir werden in unserer Zeit wahrscheinlich in eine Zeit kommen, wo das Malzeichen des Tieres auf uns abgedrückt wird. Without this sign you can't buy or sell. Und ohne dieses Zeichen kann man nicht kaufen noch verkaufen. Where the power of the government will be so strong. Und die Kraft der Regierung, die Macht der Regierung wird so stark sein, every believer has to decide what he'll do. Dass jeder Gläubige dann sich entscheiden muss, wem bin ich gehorsam. It will be the greatest battle of all time. Und das wird die größte Schlacht oder der größte Kampf aller Zeiten sein. How do you survive in a time like this? Wie werden wir überleben in einer solchen Zeit? First of all, by obedience. Zuerst mal durch Gehorsam. By faith. Durch Glauben, by the supernatural power of God, durch die übernatürliche Kraft Gottes, with or without persecution, ohne oder mit Verfolgung. In the time that we've seen Corona, in der Zeit, wo wir sehen, wie es mit Corona geht, we've certainly seen a pattern how things can develop. Sehen wir ein Muster, wie sich Dinge entwickeln. When we talk about being vaccinated, wenn wir sprechen davon, sich impfen zu lassen, these will have advantages and these will not have advantages. Pardon? These people will have advantages and these will not have advantages. Manche Leute haben dann Vorteile und die anderen haben keine Vorteile. We lose our basic rights over this. Und wir verlieren unsere Grundrechte dadurch. It's really a chance for us as Christians. Und dann ist es eine Chance für uns Christen, to ask the Lord, den Herrn zu bitten, to give us grace, Herr, gib uns Gnade, to live in this time, in dieser Zeit leben zu können. Obedience to the government, Gehorsam der Regierung gegenüber, can be in conflict with obedience to God. Kann in Konflikt stehen mit Gehorsam Gott gegenüber. And if you decide to follow God, und wenn du dich entscheidest, Gott nachzufolgen, then you'll have to pay the consequences. Dann muss man auch die Konsequenz tragen. And that's the real test. Und das wird dann der echte Test sein. Because we know in the last times, denn wir wissen in den letzten Tagen, what the devil wants, was der Feind, was der Teufel will, is our worship. Er will unsere Anbetung, our obedience to him, unseren Gehorsam ihm gegenüber. The Bible says those who take this mark, und die Bibel sagt, die dieses Malzeichen annehmen, will come under the judgment of God, werden unter das Gericht Gottes kommen. You either live under the Antichrist, werden wir leben unter dem Antichristen, or under Christ, oder unter Christus. We're being trained in this time. Und diese Zeit ist jetzt ein Trainingsfeld. Our children need to learn these lessons. Auch unsere Kinder müssen diese Lektionen lernen. And obedience to God. Gott gegenüber gehorsam zu sein. In the everyday things. Im Alltag. Will prepare us for bigger things. Da werden wir vorbereitet für die Zukunft. May God give us a spirit of obedience. Möge Gott uns einen Geist des Gehorsams geben. And a discernment. Und auch einen Geist der Unterscheidung. To know who we will serve. Wem wir dienen wollen. Amen. Amen.